1. Hallo und herzlich willkommen zurück beim besten Spiel, wo gibt, mit dem besten Gott Idan, wo gibt, mit dem guten Blub und meiner Wenigkeit. Hallo. Wir wollen schnetzeln gehen, schnetzeln gehen, schnetzeln gehen. Ja, jemand ist hier ganz heiß auf das Spiel. Und zwar Tatsumi hier natürlich, der gute Tatsumi. Hast du gerade... Was? Was? Nö, alles nee. Gut. Ja, wir haben bei Schwierigkeit 4 noch eine einzige Nebenmission, den Donnergott. Der hat sich da ausgedonnert. Mit Blitzen ist da auch nichts mehr. Entschuldigung. Es geht gegen einen Vajra und ich glaube Kongo. War das der Affe oder war das der Vogel? Kongo war der Affe. Ah, na gut, der Affe ist okay. So, zum Aufwärmen ein kleiner Vajra. Da hat sich's ausgewaschert. Entschuldigung, es wird nicht besser heute. The transmission is coming in crystal clear. Alright, let's give some support. Warte mal, jetzt muss man hier gerade irgendwie... Ah, von der Lisa kann ich auch gleich mal ein Foto. Krieg ich von der Lisa jetzt auch ein Foto hin? Ich mach grad mal die, oder? Ja, Lisa kann ich näher auf fotografieren. Aber das kann ich bei mir nicht machen. Ja gut, so, das sollte gehen. Ich guck mal, ob ich daraus was machen kann. Bestimmt. Ich brauch von deinem Charakter noch ein paar Fotos dann. Ach, du hast ja... Hinter dir ist übrigens Besuch. Pass auf, hinter dir. Oh. Ich übernehme den mal. Ich kümmere mich kurz um den Affen. Der Affe rennt zu dir, die wollen alle heute zu dir. Da hinten kommt noch der da hinten ist ein Kokongo-Jungfer. Ah, da ist es wieder. Schön. Was? Ich habe das nicht so ganz genau verstanden. Mit Gift. Ich wiederhole es natürlich immer gerne mal wieder. Au. Oh. Nein. Wer hätte es gedacht? Au. Ganz ehrlich, diese scheiß Kokon geht mir richtig auf die Eier. Macht ihr etwa mit? Ich hab gerade mitgekriegt, dass die... Oh, Kokon wurde besiegt. Au. Hocken die jetzt alle hier bei mir in der Ecke? Ah, ja, hocken alle bei mir in der Ecke. Au. Da hinten ist noch der Kokon-Jungfer. Ja, ich treffe gar nichts. Super. Ich bin hier kein Spielball. Hört auf damit. Oh oh. Nö. Beyblade. Huch. That monster is trying to break off from combat. It's gotten into it. It's running. Cut off his head. Take him down. Und da war er weg. Who's next? Target eliminated. Wo ist denn unser Freund? Nein. Ach, jetzt lass mich die doch mal snacken. So.
So, nur noch einer. Oh, ich habe wieder Teamkugeln bekommen. Alisa, super. Okay, okay. Komm her. Ich muss halt unbedingt versuchen, meine Waffen noch abzugraden. Mein Sensor habe ich auf Stufe 5 noch hingekriegt in der letzten Folge. Sehr gut. Aber meine Schusswaffe noch nicht. Bleib doch mal an unserer Stelle stehen, bitte. Ich treffe nichts. Hilfe. Oh oh. Ui, das war schön. Hm? Was denn? Das war noch deine Schüsse, oder? Ja, das war der große Elektroschuss. Das war wieder eine Team-Kombo mit Alisa. Entschuldigung, Alisa, Entschuldigung. Es tut mir leid. Oh. Klar. Excellent work out there, team. There's a hot meal and a good night's sleep waiting for you. Well, that's it. I will swallow you whole. Zack. Absolutely fantastic. Snack. Good job, team. Let's head on home. It's almost dinner time. Make sure not to leave anything behind. God arcs, trophies, extremities. You're gonna get some rest when you get back, right? Kannst du ein paar Screenshots von deinem Charakter machen? So, wenn wir gerade so kämpfen. Von vorne so? Möglich, dass er ordentlich zu sehen ist. Ist nur gut, wenn du irgendwo drauf stehst, dann kannst du mit der Kamera so ein bisschen näher rangehen. Wie kann ich denn. Moment? Achso, Bandicam mache ich das, habe ich das auf einer extra Taste. Ich weiß nicht, wie es so machen kannst. Hm. Ach, mit die Taste kenne ich jetzt nicht. Es geht über Steam, das heißt F12 müsste funktionieren. Theoretisch. Was haben wir denn so gekriegt? Hm. Okay. Triple S-Rang. Yes. Nice. So muss es sein. Sehr schön. Bam, bam. Au. Das geht wieder gut, Leute. Would you mind teaching me? Was machen wir so Schönes? Ich gebe ihr gerade Hilfe in Sachen Sprache. Und die Gewohnheiten von hier und alles zu so drohen dran. Oh, war interessant. Kann man mitmachen. So. Ja, und damit wären wir auch mit Schwierigkeit 4 komplett durch. Sehr schön. Dann wollen wir jetzt natürlich mal ein bisschen Schwierigkeit haben, das, was uns erfordert. Ich guck gerade noch mal. Funken-Oger-Maske, ja, habe ich geguckt, kann ich leider nicht herstellen. Krieg ich, muss ich wahrscheinlich irgendwo droppen. Neumond. Eine, Schrot, okay. Eine Schrotflintenwaffe, die ist nur gut für Nahkampf, ne? Oder hat die, kann ich da auch ein bisschen auf Distanz schießen? Ich würde jetzt mal sagen, ja. Ich weiß es nicht. Steht da nicht irgendwas bei? Mm-mm. Warte mal, ich guck mal bei Alt. Schmetter. Und es hat göttliches Zeugs drin. Leider steht nichts Genaues dabei. Kota und Kanon. Na, das geht doch. Es geht weiter in der Story. Oh, ja, Story. World's kind of sorry now, isn't it? I mean, it's so dark.
A long time ago, before the origami appeared, it was beautiful. It was right, you know? No daily life and death struggles or giant monsters. Okay, I really don't know. I'm just quoting stuff I read on Nord. Have you seen those videos they have from pre-origami times? They rock! Someone uploaded all these old TV shows. I've been marathoning this one called Booger Rally. It's like the best show! Everyone must have been so happy back then. None of this paranoia. After work, you'd head home and hug your family. They'd be so psyched to see you. You'd tell stories at dinner and the whole table would laugh at jokes. You'd stay up and play games. Then when you finally went to sleep, you'd only worry about tomorrow's dinner and tomorrow's games. And then you'd close your eyes and tomorrow would come. Just as easy as that. No one ever thought the future would be like this. No one thought they'd be afraid. But it's not like we can see the future. They sure as heck couldn't. There's no one to blame for the world we have now. I've been thinking about the past a lot. If the Aegis Project goes through, maybe we can have that back. No more fear or fighting, just some measure of joy in our lives. Oh, hey, did I show you this yet? It's a good luck charm. My little sister made it for me. It's pretty cute, am I right? She's talented. I gotta make sure to stock up on presents for her the next time I head home. I guess it's time to head back, yeah? We definitely don't want to make the advisor wait for us. I don't think I could handle the punishment push-ups again. Ein süßer Anhänger. Oh. Hier ist etwas. Au, oh, ja, schieß, ja, ja, schieß auf mich, toll. Gib mir meine Items, die ich brauche. There we go. That's a confirmed execution. That's what I like to see. Wen haben wir denn da? Können wir da rauskommen? Vorsicht. Gift. Au. Nee. Waffenschaden runter. Oh, wie gemein. Ich muss an seinen Schwanz. So wollte ich jetzt langsam töten. Wollen wir einfach mal ein Stück zurückgehen, weil ich komme dann zu uns. Ja, jetzt, ich würde sagen. Jetzt. Das war der Plan. Ach, das alte Spiel. Hochbuseln. Das ist eine Wand, da kannst du nicht durch hier auf uns jumpen. Oh, immer dreht er sich weg. Ja, der passt drauf. Das mag ich nicht. Das soll aber unvorsichtig sein. Ja. Der dreht sich immer zu mir, oder was? Origami is activating.
besiegt. Sehr schön. Noch ein Gegner steht auf der Liste. Kanan, komm mit. Wir regeln das. Ein Drachengewehr, ah ja. Das soll also eine Art Drache sein. Ich habe das immer für eine Art Schnecke gehalten, ehrlich gesagt. Dann war der Anime-Zeichner nicht unbedingt der Beste. Oh, ein Waschraum. Oh, wir haben ein Problem. Ich glaube, wir kriegen ein Problem. Na komm. Der Waschraum sieht aufeinander zurennen. Der Waschraum sieht nicht normal aus und hat Akku auf mich. Der sieht cool aus. Aber mal so richtig cool. Alter, macht der viel Schaden. Ja? Alter. Also okay, aufpassen. Das ist ein bisschen stark. Ich bin gerade froh, dass ich den Doppelsprung habe. Oh, hielt dich. Er hat auf mich Aggro. Oh ne, doch nicht. Oh oh, ich bin vorne im Gesicht. Nicht gut. Au. Sehr stark. Das war mein Plan. Nein. Ja, so ist gut, bleib genauso hängen. Nein. Oh oh. Rennt er weg? Verdammt, er will aus dieser Lücke hier raus. Ah, hat man aufgehalten. Das ist immer gut, wenn man drauf schießt, dann hält er meistens an. Oh, hier liegt der Loot. Eins. Oh, wo ist er hin? Ah, da ist er. Oh oh. Okay, das lief gut. Der hält aber was aus. Der hält echt was aus. Und da war's. Zu wieder zu. Ah, der sah gut aus. Sooner I can turn in my mission reports. Don't forget to search for materials. Der war cool. Der sah gut aus und der hat einen echt krassen Kampf abgeliefert. Der war richtig stark. Nein. Mein Loot. Haben wir irgendwas Besonderes? Ah, das hier. Doppel-S-Rang. War gut. Das war jetzt eine Story. Doppel-S-Rang. Das war eine Story? Einfach so? Ja, es passiert ja nicht immer was mit einem Mega-Impact, also. Ja, war bis jetzt fast immer irgendwie so. Ich bin gerade schon verwundert, wenn es nicht so ist.
Okay, wir sollen zum Doc gehen. Okay, ich bin sofort da. Er möchte mit uns raiden. Hauptsache, er hat nicht wieder irgendeine Disc verloren. Aus Versehen, natürlich. Nur. Zack. Dann, Herr Doc. You wanna name her? Naturally. We can't keep calling her the child and the specimen. While accurate, seems cruel. I simply have no aptitude for such a task. Hence, I have tasked all of you with finding a suitable name for the child in my stead. Go to. Go to. Well, I hate to brag, but I'm a pretty darn good name, Merv, things and stuff. Well, that seems ominous. Hmm. Let us see here. Bam! Got it! Norami! No. What do you mean, no? You got a better idea? I didn't say that. Why should I have to... Ha! I found you out, sister. You're afraid, aren't you? You got no style. I most certainly am not afraid, you brute. Well, she could be, Shio. Yes, yes, that's perfect. And precisely what I was gonna say. Thank you, Shio. You're such a liar. Shame. If we can't think of anything, let's go with Narami. Shio! Is Shio already your name? Yeah, Shio. Well, it appears this was a vain exercise. The child has already been christened. Very well then, Shio it is. What? Come on! You sure you don't want to be Narami? It's pretty cool. Nope. Get out of work with me here! Nope. Nope. Gib mir meinen Hype. Tja, nur die kleinen Namen. Schön. Na dann, guck mal, ob wir jetzt... was jetzt auf der Liste steht. Ich bin gespannt. Was hättest du denn lieber, Story oder Items farmen? ja, also die Story soll sehr interessant sein ab jetzt. Dann müssen wir eine Kongo-Horde jagen. Horde? Horde? Du wolltest es so, also let's go. Oh Gott. Was, wie viel ist denn eine Horde? Oh, super, Alicia, da kriege ich die Kombos. Das ist gut. Da steht, es wird von Vieren ausgegangen. So eine kleine Horde. Na gut. Ich will mich nicht beschweren. Solange wir sie schaffen. Aber ich denke schon. Let's go, Story. Die besten God-Eater, wo gibt. Na? Oh. Ich bin Alicia hier oben. Ich bin mit Kota hier. Hier ist ein Kongo. Zwei. Ja, wir haben auch zwei. Kota, renn! Die Frage ist, wollen wir uns erstmal sammeln? Wir kommen zu euch. Okay, wir sind schon im Kampf. Wir auch. Kota, lauf! Ja, toll. Es ist eine kleine Ecke hier. Es ist eine kleine Ecke hier, echt. Ja? Oh, ich... Wort. Ich muss kurz hier raus aus der Ecke. Die Ecke ist zum... Hallöchen! Vorsicht! Ist ja noch oh, einer. Hey, da kommen noch zwei. Ja? Ja, mach. Foto und ich habe was mitgebracht. Mach die Rumkugel, ist klar. Ich bin mittendrin hier, ich werde so was von gleich down gehen. Ich wünschte, ich hätte eine stärkere Waffe. Shit! Der, der hier rennt. Ah. Der haut schon ab. Nee. Jetzt. Oh, ich hab von einem jetzt sogar die Orakelzellen schon unterbrochen. Die Orakelzellen. Genau der. Alyssa ist alleine dort oben. Oh, ich hab keine Ausdauer mehr. Au. Soll ich erwarten, dass jetzt der da. Und da kommt ein Beyblade, da kommt ein Beyblade. Beyblade time. Oh. Au.
Das ist sehr ungünstig. Vorsicht, ja. Vorsicht. Der eine hat wieder was kaputt gekriegt hier. Ja, sehr schön. Alter, wir müssen hier raus. Sicher? Ich find's gerade ganz okay hier drin. Ich find's gerade ganz okay. Einer liegt, ist er tot? Nee, nee, der liegt nur. Den kriegen wir aber down. Oh shit. Was denn? Nicht sterben. Ich habe vergessen, meine Hobbyzeug auszurüsten. Alter, das ist nicht so gut. Eins haut ab. Das ist sehr interessant. Also eine Gruppe von den Affen ist schon tierisch nervtötend. Ich mache eine Erholungssäule hier hin. Hier ist eine Erholungssäule. Hier hinten. Der macht da wieder Beyblade. Das sind Beyblade-Affen, ey. Das ist so nervtötend. Alter. Oh. Ja, genau. Und jawohl. Und noch einer. Alle in die Ecke. Ich habe gerade 3 Beyblades abbekommen. Ich hab's gesehen. Ich hänge in der Ecke und kann nichts machen. Ich mache eine Heilsäule. Au, ich krieg den nächsten Beyblade ab. Einer muss jetzt bitte mal sterben hier. Shit. Oh, wir müssen einen wegkriegen. Au, ja, da kommt die Kugel. Ist ja klar. Der eine ist schon fast weg hier. Der hat überall schon Schaden. Wo ist denn der hier? Meine Güte. Au. Einer muss weg. Stirb. Bitte. Der rennt weg. Ich verfolge den einen, der gerade rausgerannt ist. Ich kämpfe hier drin weiter. Stirb nur nicht. Beyblade Time. Einer ist mit rausgerannt. Ich bin alleine gegen draußen gegen 2. Einer ist umgefallen. Einer ist tot. Okay. Einer ist tot. Einer ist hier draußen. Ich hab einen gekillt. Und der Anti ist noch einer. Ja, natürlich. Vorsicht. Hast du zufällig Heal-Säulen oder irgendwas dabei? Kann sein. Ja, ich weiß nicht, wie das einfach ihn ersetzen und dann durchschlurfen. Moment. Das wäre echt ganz gut gerade. Ah, Beyblade. Ich habe nämlich nichts mehr. Okay, Ich habe noch die ganzen kleinen Heal, die ganz kleinen Heal-Teile. Nein, die greifen mich an. Heal-Soll, was ist das? Ist das Heal-Soll? Das ist so ein grünes Ding, ja. Was so hochgeht. Ja, so, Moment. Hä? Vorsicht. Ich hab doch eine Heal-Soll abgeschossen. Nicht die Kugel, ne? Das sind solche... Oh, shit. Okay, ich habe eine gesehen. Ja, ich sehe sie. Oh, lass mich dorthin. Ich flehe euch an. Dankeschön. Oh Gott. Ich dachte, du musst dich schießen. Mm-mm. Vorsicht. Der ist tot. Ich hab einen. Sehr schön. Au. Noch 2.
Nächstes weg. Easy. Stirb. Au. Perfekt. Oh, ja, ja. Vier Stück von den Affen sind so nervig. Das ist schon nicht mehr feierlich. Aber wir haben es hingekriegt. War gut. War gut. Ja, es hat funktioniert. Das war schon echt. Also Viere auf dem Haufen ist schon. Puh. Ich habe zum ersten Mal eine Erholungssäule geschmissen. Super. Hi, du da hinten. Hallo. Hab noch was gekriegt. If there's anything you need, anything I can do, just say the word, okay? Hm. Immer das. Doppel S. Oh, ist doch ganz gut. You'd teach her to talk that way. It's positively vulgar. What? There ain't nothing wrong with it. Ain't nothing wrong. Shia, don't listen to Coda. You don't want to grow up to be an idiot, right? How about this? Good day to you, Shio. Good day to you? Perfect. Oh, good job, Shio. Alyssa said... Good job, Shio. That's a nice thing, right? When she says, good job, Shio. No. Alyssa said it was good. She's pretty quick, isn't she? Indeed. She's learned so much so fast, partially due to your engaging her like this. Even so, she is much more intelligent than I thought she might be. It's astounding that she survived so long in the wild, all the time having this locked inside. She must have been starving for communication and interaction. Irgendwie traue ich der ganzen den Frieden aber so nicht. Nicht so richtig. Ich weiß es nicht. So nach dem Motto, wir lernen jetzt alles von euch. Wir schleusen einen von uns bei euch ein. Du denkst so negativ. Ich weiß es nicht. Das ist der Anime. Ich schwöre es. Warte, ich habe 102 Erholungssäulen auf Lager. Oh, das ist gut. Nimm mit. Ich befürchte, ich kann immer nur zwei mitnehmen, maximal. Ja, ich nehme auch mal zwei mit. Ich habe noch 55 davon. Schlingfalle. Guck mal in deine Mails. Was ist denn schon wieder? Oh nö, bitte nicht. Creepy. Creepy? Alyssa? Ja. Alyssa. Da ist was Creepyes drin. Okay. Okay. Entweder hat Alyssa eine neue Seite an sich entdeckt oder Shio hat echt den Account gekriegt. Na, lies mal die Mail danach. Ja. Ich glaube, Shio hat die letzte E-Mail mit meiner ID verschickt. Woher hatte die ID? Tja, sie lernt schnell. Deswegen, die lernt zu schnell für meinen Geschmack gerade. Das ist ein bisschen komisch. Weißt du, was auch viel zu schnell ist? Was denn? Oh, das Folgen. Ich sehe es schon. Okay. Ja. Na dann, würde ich sagen, sind wir schon am Ende der Folge. Aber, na, für euch vergeht ein paar Tage, für uns nicht. Wir dürfen gleich weiterspielen. Darum würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Ciao.